Hallo zusammen und willkommen. Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Workout, um effektiv abzunehmen und auf gesunde Weise Fett abzubauen? Vor oder nach dem Frühstück? Experten waren in diesem Punkt bisher unterschiedlicher Auffassung. Zwei 2019 veröffentlichte Studien britischer Gesundheitswissenschaftler, die schon seit längerer Zeit den Zusammenhang zwischen körperlicher Bewegung, eingenommenen Mahlzeiten und Gesundheit erforschen, empfehlen Frühsport auf nüchternen Magen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klicke auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Wer Fettpölzerchen den Kampf ansagen und etwas für seine Gesundheit tun will, sollte noch vor dem Frühstück Sport treiben. Übergewichtige Männer können auf diese Weise ihre Fettverbrennung verdoppeln und das Risiko von Diabetes und Herzleiden verringern. Zu diesem Ergebnis kommt die im Oktober 2019 im Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der Universitäten in Bath und Birmingham, die vor allem die möglichen Effekte auf die Gesundheit im Blick hatte. Für die sechswöchige Studie wurden 30 als fettleibig und übergewichtig eingestufte Männer in drei Gruppen eingeteilt. Eine Gruppe frühstückte vor dem Workout, eine Gruppe frühstückte erst nach dem Training und eine Kontrollgruppe änderte ihren gewohnten Lebensstil nicht. Alle Probanden aßen im Übrigen das gleiche Frühstück. Das britische Forscherteam um Dr. Gonzalez und Dr. Edinburgh fand heraus, dass Männer, die vor dem Frühstück trainieren, doppelt so viel Fett verbrannten wie diejenigen, die erst nach dem Frühstück Sport trieben. Der Zeitpunkt des Frühstücks wirkte sich allerdings nicht auf den Gewichtsverlust der Probanden aus. Der erhöhte Fettabbau ist laut den Wissenschaftlern in erster Linie auf den durch das nächtliche Fasten verursachten niedrigen Insulinspiegel während des Workouts zurückzuführen. Da ohne Frühstück die Kohlenhydratspeicher der Probanden leer waren, wurden für die Energiegewinnung schneller mehr körpereigene Fettzellen verbrannt. Obwohl die Männer in beiden Gruppen während des gesamten Zeitraums von 6 Wochen etwa gleich viel Gewicht abnahmen und sich über einen ähnlichen Fitnesseffekt freuen konnten, verbesserte sich nur der allgemeine Gesundheitszustand derjenigen Männer erheblich, die eben vor dem Frühstück trainierten. Laut den Forschern erhöht sich die Fähigkeit der Muskeln dieser Männer auf Insulin zu reagieren, wodurch der Körper den Blutzuckerspiegel besser regulieren konnte. Mit dem Workout vor dem Frühstück konnten diese Probanden also im Untersuchungszeitraum das Risiko von Diabetes und Herzerkrankung verringern. Der Insulinlevel derjenigen Männer, die nach dem Frühstück trainierten, hatte sich dagegen im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht gebessert. Um herauszufinden, ob die Ergebnisse auch auf Frauen übertragen werden oder sogar Schlüsse auf die Gesamtbevölkerung gezogen werden können, sind laut den Forschern allerdings noch weitere Studien notwendig. Dazu waren die Probandengruppen einfach zu klein. Weitere Studien belegen die erhöhte Fettverbrennung durch Frühsport. Wer also vor dem Frühstück trainiert, erhöht seine Fettverbrennung um bis zu 20%. Das legt auch die im April 2019 im Wissenschaftsmagazin The Journal of Nutrition publizierte Studie nahe, mit der die britischen Gesundheitswissenschaftler der Universität in Bath erforschten, wie sich ein Training vor und nach dem Frühstück auf die Fettverbrennung und die darauf folgende Nahrungsaufnahme auswirkt. Bei dieser Studie war der Probandenkreis mit 12 gesunden Männern allerdings noch kleiner. Eine Gruppe der Probanden absolvierte ihre Trainingseinheit auf dem Laufband morgens vor dem Frühstück, die andere Gruppe eben nach dem Frühstück. Anschließend tranken alle Männer einen Schokoladenshake und konnten mittags Pasta essen, bis sie satt waren. Dabei zeigte sich, dass die Männer, die auf nüchternen Magen trainierten, bis zu 20% mehr Fett verbrannten als diejenigen Männer, die vorher gefrühstückt hatten. Die erste Probandengruppe hatte trotz des Frühsports auch keinen größeren Appetit entwickelt als diejenigen, die vor dem Training gefrühstückt hatten. Auch wenn jüngste Studien zeigen, dass mit Frühsport Problemzonen offenbar effizienter zu Leibe gerückt werden kann, raten Sportwissenschaftler zur Vorsicht. Wer mit einem Training Muskel aufbauen möchte und leistungsfähig sein will, muss den Körper vorher optimal mit Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett versorgen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.